Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich glaube, ich muss es hier noch mal ein bisschen verstellen. Machen wir mal so. Ich glaube, dann bin ich nicht ganz so überbelichtet. Ja, so sieht es besser aus. Ich musste mir hier erstmal eine Stelle suchen, wo nicht so viel Wind ist. Weil heute ist es super schön sonnig, 23 Grad. Es ist aber so windig, dass wenn ich mein Handy hier irgendwo in den Wind stelle, dann werdet ihr mich wahrscheinlich gar nicht verstehen. Deswegen, ich werde jetzt auch versuchen, ein bisschen lauter zu reden, dass falls der Wind dann doch kommt, dass ihr wenigstens ein bisschen was verstehen könnt. Und ja, ich habe hier einen Glasblend am Start. Den habe ich bei mir noch in der Schublade gefunden und ich dachte mir, warum nicht? Ich habe das Ding dabei, ich habe Lemon Haze reingepackt. Mal gucken, wer von euch alles richtig erraten hat. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe ja gesagt, zwei Sorten. Und die andere wäre Amnesia Haze gewesen. Die meisten werden es erkennen. Das sind so die Lieblingssorten von früher immer gewesen. Und Amnesia Haze bekomme ich noch relativ regelmäßig. Aber Lemon Haze sehr, sehr schwer. Das heißt, ich habe jetzt locker, oh, ich würde sagen, zwei, drei Jahre oder so, habe ich bestimmt schon keinen Lemon Haze mehr geraucht. Deswegen probieren wir es aus. Hier unten schön einen Aktivkohlefilter reingesteckt. So muss das sein. Ich persönlich fand die Dinger irgendwie cool, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht, weil an sich ist es fast so wie ein normaler Joint, nur ohne Paper. Und dass du halt ein Produkt hast, was du immer wieder verwenden kannst. Aber ich finde, erstens sind die Dinger, naja, also man kann sie relativ schwer sauber machen. Das ist schon mal ein bisschen ärgerlich. Und dann, finde ich, funktioniert es manchmal nicht so gut. Und du brauchst auch theoretisch relativ viel Gas, um den allgemein gut befüllen zu können, weil du drehst dann nach und nach, drehst du dir sozusagen das Gas nach oben und schubst die Asche dann sozusagen raus. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu ungeschickt dafür, aber bei mir ist es halt so, dass selbst obwohl ich relativ viel reingefüllt habe, sind bei manchen Kammern kleine Stellen, wo dann halt nichts ist, und ja, das ist dann nicht so gut. Deswegen, also ich habe es jetzt eher so als mal was anderes für die Videos genommen, aber an sich würde ich eher einen normalen Joint rauchen. Keine Ahnung, habt ihr solche Dinger schon mal benutzt? Wenn ja, wie findet ihr die? Ich muss persönlich sagen, wie gesagt, nicht schlecht. Ich kann auch die Idee dahinter verstehen, aber erstens, die Dinger kosten jetzt auch nicht so wenig und Aktivkohlefilter plus Papes sind sehr, sehr günstig und man kommt fast aufs Gleiche hinaus. Und durch die Ebenen musst du halt auch immer wieder anzünden. Aber was zum Beispiel ein Vorteil ist, wenn du jetzt jemand bist, der immer ab und zu mal ein bisschen rauchen will, dann ist sowas vielleicht gar nicht schlecht. Weil wenn du da irgendwie immer jede Stufe einzeln rauchen willst, alle zwei Stunden oder sowas, dann ist das Ding eigentlich ganz nice. Aber du könntest den Joint ja auch einfach ausmachen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Lemon Haze Wetter. Das muss man schon sagen. Mit den Aktivkohlefilter zusammen lässt es sich auch echt, echt angenehm rauchen. Und ich möchte auch hier nochmal anmerken, dass ich nur kurz hier bin und mit meinem Vater. Also wir sind sehr viel unterwegs, sehr viel am Machen. Ich werde wahrscheinlich, wenn nur, abends Videos drehen und ja, also ich gebe mein Bestes, aber seid mir nicht böse, wenn es nur zwei, vielleicht drei Videos sind, weil ja, ich bin eigentlich mit meinem Vater hier. Das war super spontane Aktion so. Ich hatte überlegt, ja, ich fahre nach Holland. Da hatten wir mein Vater vorgeschlagen, jo, wir können ja mit dem Wohnmobil los. Und dann sind wir los. Und dann sind wir am nächsten Tag mittags losgefahren und dann hier in Enschede angekommen. Wir haben einen nicen Campingplatz. Der ist so ein bisschen außerhalb, also das sind die meisten Campingplätze hier so ein bisschen außerhalb. Aber du kommst dann
was weiß ich, in, je nachdem auf welchem Campingplatz du bist, so 2 bis 5 Kilometer, dann bist du relativ schnell in der Stadt. Und wir haben Fahrräder dabei, hinten auf dem Wohnmobil drauf und dann kann man natürlich relativ einfach in die Stadt fahren. Ja, der Wind. Hey. Ich habe mich sogar extra schon dahingestellt, wo der nicht hinkommt, aber der schleicht sich ja einfach durch. So, und jetzt nutzen wir mal aus, dass wir den auch einfach zumachen können. Das heißt, ich habe hier so eine Kappe, die packe ich drauf und dann kann ich das Ding wieder einpacken. Weiß nicht. Wenn ich einen Joint habe zum Beispiel, dann würde ich den einfach in eine Tupperdose, in so eine kleine Tupperdose oder in so eine Blunt-Verpackung zum Beispiel. Es gibt ja manche Blunt-Verpackungen oder eine Zigarrenhülse zum Beispiel. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die man dann nutzen kann, um seinen Joint sozusagen zu verstauen. Selbst wenn er dann schon mal angezündet wurde, dann stinkt es auch nicht so sehr. Wenn ihr euch so einen ganz normalen Joint einfach in den Rucksack werft, dann riecht man das auf jeden Fall auch ein bisschen draußen. So, ich klappe hier mal mein Stativ zusammen und dann werden wir noch ein bisschen wandern. Mal gucken. Ich werde euch so ein paar Sachen auch noch hier am Ende von diesem Video zusammenschneiden. Einfach so Sachen, die ich zwischendurch sozusagen gefilmt habe. Also freut euch da auch schon mal drauf. Ich kann leider nicht so viel eigentlich gar nichts in die Coffeeshop-Richtung filmen, weil besonders sowas wie Menükarten oder sowas, wo Preise draufstehen, sind ganz, ganz kritisch. Ich glaube, das hat mir damals ein paar Strikes gekostet, als ich das mal gemacht habe. Weil selbst auf Instagram ist das auch richtig krass gewesen, wenn du da Menükarten postest, dann wirst du dafür gesperrt, beziehungsweise das wird gelöscht. Ach ja, und wundert euch nicht, ich bin auf die Fresse gefallen. Ich bin, nachdem ich das letzte Video gemacht habe, bin ich da durch den Waldweg gegangen und da war ein Ast, den ich nicht gesehen habe und dann bin ich so voll so schnell. Also ich habe keine Chance gehabt, mich irgendwie abzufangen und da habe ich mir hier gut ein paar Schrammen gegönnt. Aber ansonsten ist alles fit, also kein Problem. Sieht halt nur ein bisschen komisch aus. So, ich gehe jetzt hier gleich aus dem Wald raus, da kann ich euch auch mal ein bisschen was zeigen und ich wollte noch kurz was zur Sorte sagen, also von der Wirkung her. Das gute Lemon Haze ist wirklich mindestens eigentlich Top 3, weil das ist so eine Sorte, die gönnt man sich und besonders wenn jetzt so schönes sonniges Wetter ist und man unterwegs ist, da denkt man sich einfach nur so, das ist so chillig. So, man ist einfach zufrieden damit, man genießt die Sonne, man genießt den Spaziergang im Wald hier zum Beispiel und ja, das kann ich euch in dem Fall empfehlen für einfach Situationen, die euch eh schon gefallen, dann Lemon Haze dazu und dann ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen nicer. Aber passt natürlich auf, nicht so viel konsumieren, ich will jetzt auch keinen zum Konsum anstiften, das sollte ich auch noch mal ab und zu mal in den Videos sagen, ansonsten ja, ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen kritisch. Weil ich freue mich schon sehr. Ich bin halt begeistert. So. Ist einfach eine gute Wirkung und das ist halt nice. So. Kann man halt nicht anders sagen. Neuer Ort, nächste Runde. Jetzt geht er auf jeden Fall gut ab. Hier noch schön die Sonne genießen. So muss das sein. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Also ich muss sagen, Holland ist immer eine nice Sache. Ich mag vor allem Enschede halt, weil es so doch ein bisschen kleiner ist. Es ist nicht so stressig wie Amsterdam, aber es ist auch nicht zu klein. Man hat auf jeden Fall ein bisschen was, was man sich angucken kann. Es gibt ein paar Shops, ich glaube
5-6 oder so, ich bin mir nicht sicher, 5-6-7 so um den Dreh. Amsterdam natürlich deutlich mehr, aber mir persönlich reicht's, weil die haben eigentlich eine relativ gute Sortenauswahl, hatte ich ja im letzten Video schon drüber geredet. Du kriegst halt überall Hay-Sorten, du kriegst einen Super Skunk, du kriegst einen Orange Button mal in einem Shop, du kriegst einen Silver Haze, einen Amnese Haze, einen Lemon Haze, du kriegst besondere Haze-Sorten, du bekommst vielleicht ab und zu auch mal sowas wie das Zombie Walker oder andere Sorten, die vielleicht ein bisschen seltener sind. Oder halt White Widow oder ja, eigentlich alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann an Sorten. Natürlich die speziellen Sachen nicht. So, Amsterdam hat da zum Beispiel noch eine krassere Auswahl. Da gibt es dann nochmal deutlich speziellere Sorten. Aber ansonsten finde ich auch Enschede so nice, weil es halt schnell über die Grenze ist. So. Das heißt, man kommt relativ schnell hin. Also in dem Fall von Hannover aus. So, wenn ihr was weiß ich woanders wohnt, zum Beispiel im Bereich Bochum, Dortmund, Essen. Wenn ihr da über die Grenze fährt, dann gibt es da ja auch zum Beispiel ein paar Orte, bei denen ich noch nicht war, weil ich halt nicht da in der Nähe wohne. Es wird sich hier nicht wirklich für mich lohnen, da hinten hinzufahren. Aber ich wollte auf jeden Fall noch mal was zu dem Glasplan sagen. Und zwar, ja, kann man mal machen. Aber ich muss sagen, er kann halt nicht so viel mehr als ein normaler Joint. Und ein normaler Joint ist irgendwie chilliger, besser, einfacher, schneller. Ich weiß nicht. Vielleicht gefällt es einem von euch. Wenn ihr sowas schon mal benutzt habt, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich auch freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.